du bist ja alt und weise. Ja. Ostfriesen trinken Bünding-Tee. Richtig. Aber jetzt eine Frage. Kennst du dich mit der ganzen Produktion von Tee aus? Nee, bin ich Tee-Experte? Da habe ich doch keine Ahnung von. Aber du trinkst doch seit Jahren Tee. Ja, aber ich weiß nicht, wo es herkommt und wie es hergestellt wird. Weiß ich nicht. Dann gucken wir uns das jetzt an. Ja, dann fahren wir jetzt los. Hey, kannst du noch nicht mal ein Auto anmachen, oder was? Ich krieg hier eine Krise. Jetzt hat er das ganze Ding am Musik machen. Moin, ich bin Udo. Sie sehen so aus, als wenn Sie Moin, sich mit Heiko. Tee auskennen. Ja, da habe ich ein bisschen was mit zu tun. Herzlich willkommen bei Bünding-Tee. Ihr wollt ja was über Tee lernen. Und dann wollen wir mal direkt mit der Teestunde anfangen. Und dafür würde ich euch bitten, einmal mit uns in die gute Stube zu kommen. Jetzt kommen wir hierher, um mehr über Tee zu erfahren. Ja. Wir werden direkt vor eine Prüfung gestellt. Ne? Ja, das ist das Schlimmste hier. Ich dachte wirklich, ich würde jetzt ein bisschen über Tee kennenlernen. Und jetzt muss ich auch noch einen Test hier machen. Ja, aber das macht nichts, Udo. Mit deiner Weisheit und meiner Nicht-Weisheit werden wir Rede und Antwort stehen und hier so durchmarschieren. Ja, da kannst du hingucken. Aber ich kann auch versprechen, nach dem kleinen Quiz wisst ihr mehr über Tee als vorher. Weil du musst ja auch wissen, was du trinkst, Udo. Ja, war schon immer eine Frage von mir, was trinke ich da eigentlich? Genau, was trinkt ihr denn da jetzt? Das ist typischer Ostfriesentee. Ja. Und wie trinkt man den? Das ist jetzt die Frage. A, mit braunem Zucker, B, kalt oder C, mit Kluntje und Rahm. Was denkt ihr? Mit Kluntje und Rahm. Mit Kluntje und Rahm. Ihr seid ja schon fast Experten. Ja, aber als Ostfriese müssen wir das auch wissen. Ja. Es war ja auch nur zum Warmwerden. Ob das schon mal jemand falsch beantwortet hat? Jo. Jo. Da war keine Ostfriese. Ich gebe weiter keine Auskunft dazu. Datenschutz. Ja, genau. So, jetzt nochmal. Ihr seid ja beides Ostfriesen. Wie viel Liter Tee trinkt denn so ein Ostfriese im Jahr? 200, 300 oder 400 Liter? Was 300. Denkt ihr? 300 Liter, da habe ich nämlich mal eine Studie drüber gelesen im Internet, dass der Ostfriese mehr Tee trinkt als die Engländer. 300 das stimmt. Liter, das ist deutlich über dem Schnitt des Normalverbrauchs richtig. In Deutschland von Tee trinken. Richtig. Genau, das ist so ziemlich das Vierfache von dem Normalverbrauch. Muss ich mal vorstellen. So, jetzt seid ihr ja hier bei Bünding-Tee, ne, Ostfrieslands ältestem privaten Teehaus. Und was denkt ihr denn? Wie viele Teesorten werden denn hier wohl so abgepackt? Oh, ihr habt viel Tee. Ihr habt viel, viel Tee. Die Auswahl ist groß. Also sind es 30, 45, 70? Was meint ihr? Ich sag 70. Ich gehe hoch. Ich sag 30. Ja, da bist du ein bisschen zu wenig. Also 70 ist richtig. Also es sind schon 70 verschiedene Teesorten. Verschiedenster Art. Nicht nur Schwarztee, nicht nur Ostfriesentee, aber auch Kräuter- und Früchtetees, die wir hier so abpacken. Ziemlich viel. Also ich habe wirklich 30 gesagt, weil ich dachte, große Produktauswahl ist auch noch mehr Arbeit. Dann dachte ich, das ist 30, aber ich 70 wusste, schon. Also ich hatte wusste ich aber ehrlich. Ja, und wieder was gelernt, Beke. Ne? So, jetzt gehen wir mal ein bisschen aus Ostfriesland raus. Da waren wir ja eben, ne? 300 Liter Ostfriesentee im Jahr. Wenn man so mal auf ganz Deutschland guckt, was denkt ihr, was trinken die Deutschen sonst so gerne? Schwarztee, Grüntee, Kräutertee? Nur Tee. Nur Tee. Also wir sind ja. Ich sag ganz ehrlich, dass viele, also ich sag grüner Tee. Grüner Tee ist so allgemein, hört man immer oft, dass Leute viel grünen Tee trinken. Ja, ich glaub's auch. Ich hab's auch mal gelesen, dass grüner Tee. Und ich glaube auf zweite Station kommt Kräutertee. Also ich glaube nicht, dass der Schwarztee, sondern grüner Tee und dann Kräutertee. Also ich gehe auch, sag auch grüner Tee. Also ihr sagt beide grüner Tee? Ja. Ja, da müsst ihr noch ein bisschen was lernen. Also grüner Tee ist zwar sehr gesund, so sagt man. Und schmeckt aber nicht so gut. Der schmeckt doch durchaus gut, ja. Schmeckt natürlich ganz anders. Aber am meisten trinken die Deutschen in der Tat Kräutertee. Ne? Pfefferminze, Kamille, Hagebutte, Brennnessel, Fenchelanis, Kümmel. Nee. Aber jetzt mache ich mal eine Gegenfrage. Warum heißt das grüner Tee? Der grüne Tee ist im Grunde genommen das gleiche wie Schwarztee. Aber in der Herstellung des Tees wird ein Produktionsschritt ausgelassen, nämlich die Fermentation. Und dadurch hat er diese helle Farbe und also wenn du dir einen Schwarztee anguckst, der ist ja sehr dunkel, fast schwarz, dunkelbraun. Der grüne Tee ist eben nicht so dunkelbraun, weil diese Farbe kommt von der Fermentation. Das ist die Reaktion des Sauerstoffs aus der Luft, die da, ne, bei Eisen nennt man es Rost. Da kennst du die. Da kann ich mich sehr gut.